Schuf das Beste seiner Schöpfung am sechsten Tag, den Mann. So wunderschön. Von diesem Bausatz ist ihm ein Rippen übrig blieb. Daraus ließ er dann die Frau erstehen. Der Herrgott sprach zu beiden, der Haken an der Geschichte. Der Baum, da ist tabu, den Apfel esst ihr nicht. Doch die Schlange zischte und Eva hat nei bissen. Deswegen hat er sie aus dem Garten eben geschmissen. Wer hätten das, wer hätten das, wer hätten das gedacht, dass sie sowas macht, dass sie sowas macht. Die Alte hat mein Apfel bissen, das kann doch wohl nicht sein. Wer hätten das gedacht, so eine Schweinerei. Eva älter wurde, stellte sie dann fest, des Apfelgefress. Das ist nicht gesund. Sie hat Kraut und Knöchli für sich entdeckt und Schäuferla. So zwei, drei Pfund. Und dank dem gesunden Essen ist die Eva kräftig geworden. Sie hat zuerst den Kain und den Abel dann geboren. Mit Abel hat die Eva ihrer Schäuferla geteilt. Der Kain bekam dagegen weiter Äpfel zugeteilt. Wer hätten es, wer hätten es, wer hätten es gedacht, dass sie sowas macht, dass sie sowas macht. Dem Kain immer nur Äpfel gibt, es kann doch wohl nicht sein. Wer hätten es gedacht, so eine Schweinerei. Kain hat sich das lang angeschaut, er ist immer dünner geworden. Er versteht es nicht. Versteht es nicht. Er soll immer nur Grünzeug essen. Was möcht der kleine Bruder? Der frisst sich fett. Er frisst sich fett. Den ganzen Bauch bloß Äpfel ist für keinen akzeptabel. Der Abel wirft sein Knochen täglich auf den Knochenstapel. Und als vom Abel die Knochen auf dem Häuferlad erlang, da hat er keinen den Abel mit einem Schäuferlad erschlang. Wer hätten das, wer hätten das, wer hätten das gedacht, dass er sowas macht, dass er sowas macht. Der Kain haut den Abel mit dem Knochen glatt in zwei. Wer hätten das gedacht, so eine Schweinerei. Thank you.